Der Frühlingskalender des Nordharzer Städtebundtheaters. Heute Maja möcht's wissen. Hallo, ich bin Maja und ich mache das Freiwillige Soziale Jahr am Nordharzer Städtebundtheater. Und ich möchte wissen, was läuft hinter den Kulissen, und ich nehme Sie mit. Jetzt sind wir hier gerade auf dem Werkstattgelände. Hier qualmt schon neben mir. Ich würde sagen, wir schauen erstmal in die Werkstatt rein. Hallo Marco, vielleicht sagst du erstmal, wer du bist und was du hier machst. Hallo, ich bin Marco und ich bin hier der Leiter der Werkstätten. Genau, was passiert hier alles in den Werkstätten? Hier wird im Prinzip wird die komplette Dekoration für alle Aufführungen des Nordharzer Städtebundtheaters werden hier gebaut. Mhm. Wir haben mehrere Gewerke hier. Ja, sind das jetzt hier die Tischlerei? Das ist die Tischlerei. Genau. Wir haben noch einen Mahlsaal, dann haben wir noch eine Dekorationswerkstatt und eine Schlosserei. Gibt es noch andere Abteilungen hier auf dem Gelände? Ja, wir haben hier noch einen Requisitenfundus und ein Außenlager, wo die fertigen Dekorationen gelagert werden. Dann würde ich sagen, wir schauen mal in den Requisitenfundus. Hallo! Hallo! Ja, vielleicht stellen Sie sich erstmal kurz vor. Hallo, ich bin der Michel Zellers und arbeite hier seit 6 Jahren im Nordharzer Städtebundtheater. Und bin hier in der Requisite. Ja, was macht ihr in der Requisite? Wir kümmern uns darum, dass wir die ganzen Requisiten für die Vorstellung halt hier vorbereiten, aufbereiten, bestellen oder halt selber produzieren. Ja, ich sehe gerade, du hast da was, das sieht gefährlich aus. Was ist das? Ja, genau, hier bauen wir gerade eine Bärenfalle für Rotkäppchen. Wir sind da eigentlich schon so gut wie fertig. Ja. Und machen halt nur noch ein paar kleine Details, damit das nachher auch sicher auf der Bühne funktioniert. Ja, ja. Funktioniert die jetzt auch schon, oder? Die funktioniert jetzt auch schon. Wollen Sie mal ausprobieren? Ja, sehr gerne. Natürlich muss man die ein bisschen vorbereiten. Ja. Naja, und dann wollte ich dich doch bitten, einfach mal so drauf zu treten und deinen Fuß stehen zu lassen. Und mir passiert nichts. Und dir passiert überhaupt nichts. Keine Angst. Alles klar. Das ist ja cool. Also das ist das, was ihr macht? Ihr baut Requisiten? Wir bauen Requisiten. Genau, und dann während der Vorstellungen seid ihr da auch da? Und natürlich betreuen wir ja auch die Vorstellungen. Mhm. Ja. Also dann richtet ihr dann die Requisiten da ein, oder wie? Und dann richten wir direkt die Requisiten ein, machen vorher Fotos, haben wir die Komplettprobe, Generalprobe und dadurch können wir uns dann Fotos machen, sodass wir besser in der Hand haben, weil der Kollege kann ja auch mal ausfallen, dass der andere Kollege das mal übernehmen muss. Und das lässt sich einfach von anhand von Bildern besser ableiten. Ja. Kannst du uns mal zeigen, wie du was einrichtest? Natürlich. Sehr gerne. Hier hätte ich zum Beispiel, ihr seht den leeren Tisch. Ja. Ja. Und wenn ich jetzt Schnitt mache. Sehr schön. Sieht auch total echt aus alles. Aber ihr baut ja nicht alles selber. Wir bauen natürlich nicht alles selber. Genau. Bei vielen Sachen fehlt uns das nicht das Know-how, aber vielleicht auch die Maschinen, um das herzustellen. Und da müssen wir dann auch schon mal nachbestellen. Ja, aber ihr habt auch einen Fundus, richtig? Wir haben auch einen Fundus. Genau, da würde ich gerne mal reinschauen. Ja, bitte. Na gut, dann gehen wir da mal hin. Was hast du jetzt da stehen? Ja, hier haben wir zum Beispiel ein Exponat, was wir halt nicht gebaut kriegen können. Mhm. Das mussten wir mal bestellen. Ja. Und das ist einfach eine Chipsdose mit Effekt. Also ihr seid auch für Effekte zuständig. Ganz genau, wir sind auch mit für Effekte zuständig hier im Haus. Ha. Sehr cool. Ja, dann vielen Dank dir, Michel. Und auch danke an Marco Rockmann. Das war's schon für diese Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Nordharzer Städtebundtheater. Ihr Theater im Harz.